Wir gucken auf jeden Fall mal weiter hier und sprechen mit dem Schiffbrüchchen. Mal sehen, ob das irgendjemand ist, den wir kennen. Ich hoffe, der hat nichts dagegen, dass ich seine Schildkröten töte, die er vielleicht noch essen wollte. Es handelt sich um... Schon wieder Cruz! Hey, du! Oh Mann, dem Himmel sei Dank! Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, jemand wie dich hier zu sehen. Ich dachte schon, ich muss hier draußen elendig verrecken. Da wurde doch bestimmt wieder ausgesetzt, weil er von der Kuh gestohlen hat, oder? Was machst du denn hier? Ich dachte, das Tal hier sei verboten. Ich war auf Bu's altem Kahn und bin kurz vor der Küste von Bord gegangen. Ich wollte vor allen anderen auf der Insel sein. Tja, du siehst ja, wohin mich mein Ehrgeiz wieder gebracht hat. Nun bin ich wieder einmal Schiffbrüchiger an irgendeinem gottverlassenen Ort der Welt. Von der sagt mal wieder, aber unser jetziger namenloser Held kennt ihn noch gar nicht, ne? Du machst solche Ausflüge öfter? Ich bin ein Unglücksrabe. Schiffbruch scheint meine Bestimmung zu sein. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit zu warten, bis mich jemand aus meiner misslichen Lage befreit. Ja, in der Tat. Warum wolltest du früher auf die Insel als alle anderen? Ich hörte, dass der alte Piratenkapitän Garcia irgendwo hier einen Schatz vergraben hat. Da konnte ich nicht widerstehen. Und? Hast du Garcias Schatz gefunden? Natürlich nicht. Der Scheiß interessiert mich auch nicht mehr. Ich will nur noch runter von dieser verfluchten Insel. Tja, nun, da kann ich ja bestimmt meine Dienste anbieten, oder? Kann ich dir helfen? Aber klar, Mann. Ich will hier raus. Überall lauert hier der Tod. Bring mich aus diesem verfluchten Tal. Das werde ich mir auch was kosten lassen, okay? Ja gut, Was kannst du mir geben, damit ich dich hier heil rausbringe? Was du brauchst? Du bist doch ein Wächter. Ich hätte da einige interessante Kristalle für dich. So. Okay, folge mir. Ich hol dich hier raus. Ja, bitte. Aber pass gut auf mich auf, ja? Ich will nicht als Futter für die Krabben enden. Jetzt ist die Frage, ob er mich noch irgendwie zulabert. Jetzt kriege ich mal die drei Begleiter. Oder ob ich jetzt einfach schummeln kann und mich rausporte. Und ob das mir einfach die Zeit spart. Kann ja mal wieder Lauf machen, ob irgendwas sagt. Ansonsten ist mir eigentlich die Zeit zu schade, jetzt hier mit Cruz bis ans Ende der Welt zu laufen, ne? Ja, okay, warte mal, wir machen das. Shani ist Jäger? Die können mir was beibringen? Interessant. Wir sind da. Dem Himmel sei Dank. Ich danke dir, mein Freund. Ohne dich wäre ich da unten bestimmt verreckt. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich denke, du wirst sie gut gebrauchen können. So, ich werde versuchen, mich bis zu Bu's Piratenlager durchzuschlagen. Leb wohl, oder bis später. Halt die Ohren steif. Das ist natürlich gut, wenn man die Escort-Mission so schummelt, dass man ihn quasi dahin teleportiert. Das macht es ein bisschen leichter, das Piratenlager zu erreichen, nicht wahr? Hier sind wir kurz im Bettpen bis zum nächsten Morgen. Hier geht es um einen den. Naja, irgendwie habe ich schon alle Artefakte. So, und jetzt? Mittlerweile sollte es ja geschafft haben, oder? War. Ach, nichts. Ach, Matt. Ach, da hinten ist er. So richtig weit gekommen ist er noch nicht. In seinem Kurs. Wo warst du schon überall? Ich bin schon überall gestrandet, sodass ich mich kaum erinnern kann, wo überall. Die Sturminsel, die Eisenbucht, Krabbenküste, überall und nirgendwo. Warte, Eisenbucht? Wo ist denn die Eisenbucht? Du warst schon auf der Krabbenküste? Ich steckte dort mit einem alten Seebären fest. Wir hatten 6 Fässer Rum über Bord geworfen, um sie später zu bergen und gewinnbringend zu verhökern. Der Kapitän der Handelskocke hatte uns natürlich erwischt und auf der Krabbenküste ausgesetzt. Wer war der alte Seebär? Frag mich doch nicht mehr nach Einzelheiten. Ich habe das meiste davon vergessen. Wir waren die meiste Zeit besoffen. Eisenbruch klingt brauchbar, aber kein Ort, den wir bereisen können. Ein Artefaktorium. Ich könnte hier Rollen herstellen für Unsinn. Warte mal, ich kann Splitterhagel? Ach nee, Splitterhagel war ja der Unsinn hier, ne? Das macht ja nur so einen einzelnen Schuss des Dings. Ich kann aber Heilung, könnte ich eigentlich mal hier drauf schieben, ne? Weil das nicht besser als Proviant wird's nicht. Kann ich ja mal
was ich hier für eine Rost zaubern können. Achso, er wohnt jetzt hier in der Ecke oder was? Verdammt, dass das immer mir passieren muss. Also er wohnt jetzt quasi hier. Dem Schiff. Da war ich da schon? Moment. Ich meine das ja. Aber wir müssen uns ja hier nicht auf vielleicht und eventuell verlassen. Dann können Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube schon. Oh, ja. Jep, jep. Verdammt. Na gut, okay. Also ihm ist nichts mehr rauszuholen. Ja, eventuell habe ich die Quest gerade ein bisschen trivial einfach gemacht, indem ich mich einfach teleportiert habe. Aber hey, hat ja keiner gesagt, dass man unnötig lange leiden muss und irgendwelchen Bullshit tun. Ich meine, wofür? Schade jetzt ein bisschen um die 600 Proviant, die ich irgendwie für nichts aufgespart habe, ne? Ach, jetzt war ich die ganze Zeit so konservativ mit meinem Proviant und habe immer ganz wenig nur gegessen, damit ich das später in schlechten Zeiten habe. Und jetzt, jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Ich bin ja sehr überrascht, dass es genauso gelaufen ist. Aber irgendwie endet das in jedem Spiel so, ne? Wenn es nicht gerade bockschwer ist, wo du dann wirklich alle Ressourcen bis zum letzten Meter rausnimmst. Aber das sind dann halt irgendwie so die Spiele, wo du das für wahrscheinlich 90% der Spielerschaft das einfach überhaupt keinen Spaß macht, weil egal was du versuchst. Das Vieh bewegt sich noch. Ach, da ist noch die Leiche. Das hat, glaube ich, irgendwie schwierig. Das sind zwei? Okay. Weil es irgendwie schwierig ist, ein Spiel so auszutarieren, dass es halt für alle Leute irgendwie knapp wird. Zeig sie! Wo hat denn die Kristalle her, Olle? Au! Au! Pass doch auf, was du machst! Niemals! Das ging schnell! Er ist schon wieder umgekippt! Das hat wirklich wehgetan. Hat's? Also, so Elektroschock ist ja nicht gut, ne? Das Problem ist halt, dass wenn du so einen Blitz abkriegst, dass dir bestimmt die Muskeln kontraktiert und Dingsbums, dass du dich halt nicht mehr richtig bewegen kannst. Das ist halt die große Gefahr, wenn du irgendwie in der Steckdose fährst oder so, ne? Dass du dich halt selber ja nicht mehr befreien kannst, was vielleicht gar nicht initial tödlich ist, aber du auch ja nicht mehr machen kannst, weil du halt so einen Krampfgriff hast um das herum, bis du dann irgendwie doch dran stirbst. Das ist, glaube ich, schwierig, Leute, die sich in so einen Elektroschock haben, sich... Also sind das die einzelnen Hochebenen? Meint sie damit die Dinger hier auf den... Wahrscheinlich, oder? Den Steinen drauf. Guck mal, hier ist noch ein... Also da, das Orak. Das ist eigentlich auch nur eine ganz stinknormale Riesenspinne ist. Brennt wie alle anderen. Und droppt... Doch, droppt was. Das hier sind die Hochebene sein? Komm her, du Krabbelvieh! Wirklich viele Spinnen. Nimm die! Und das! Und jene! Ein Guard. Es fehlen noch zwei Soldaten. Na gut, das da hinten ist wahrscheinlich hier. Das ist ja jetzt Hochebene zu bezeichnen, ist das schon ein bisschen dreist. Vor allem, wo kommen genau die Bäume her, die hier so perfekt drauf liegen? Kämpf endlich! Naja, das ist nicht. Das hier ist gut. Anscheinend. Hey. Oh Mann, dieser Doppelangriff. Alter. Der Kampf war viel zu früh vorbei. Ja, bestimmt war das. Das amüsiert mich auch jedes Mal aufs Neue, dass du in dieser Rechtsklick einfach, du kannst in die Gegend werfen, an sich halt nicht gestaggert werden kannst, einfach alles umhauen kannst. Das ist total dumm, also man muss ja treffen, aber. Wo kann ich irgendwie in-leveln oder so? Das ist ja total dämlich, dass die Viecher einen Schlag mehr überleben. Ja, da vorne hat's Golems da. Versucht er einfach gerade meine Blitze zu blocken. Das fällt aus. Das tat weh. Oh, was ist das? Ach, das sind die Krieger. Warum sind die ja Golems hier? Storm ich dann gespinnen mit denen ihr Problem nicht. Oder kann das Orakel auch Spinnen beschwören? Golems. Nicht nur Spinnen. Der Marker. Verschollen und verboten ist ein silberner Ohrring. Kann der was?
Silberzunge plus 5. Macht 5 weniger als das, was ich jetzt gerade habe. Sieht mir irgendwie so ein bisschen nach Early Game Loot aus. Kannst du Matt nicht die Klippe runterboxen? Was soll denn passieren? Ist er ja trotzdem dadurch nicht tot. Ach, hier ist noch ein Teleportmarker. Todeshau. Und ein 10er-Schloss, das ich natürlich auch genauso gut mit Rost hätte entschärfen können. Aber natürlich habe ich das nicht getan. Nochmal 3 magische Kristalle. Kämpf endlich! Ich hasse Spinnen! Also sich hier durch die Horden von Spinnen durchzukämpfen, fühlt sich auch so ein bisschen nach Sisyphus-Arbeit an. Das dauert halt wirklich ewig. Wenn ich so wie adäquate Mittel hätte, um gegen so Massen gut vorgehen zu können. Mach ihn nieder! Deine Haut mach ich mir eine Mütze! Das hätte wie alles leichter, aber. Gut so. Dadurch, dass die Gegner ja dadurch stark sind, dass sie dich schnell angreifen, dadurch staggern, wirst du ja auch nicht wirklich stärker. Das ging schnell. Was macht die Spinne davon? Und an sich werden die Gegner echt nicht leichter, ne? Weil die staggern mich ja. Das ist genau das. Hallo! Das war eine Lektion! Au! Das meine ich! Pass doch auf, was du machst! Die können halt nichts machen gegen mich, weil ich sie halt mit 2 stark umhaue, oder übrigens auch mit 3, wenn ich die richtig treffe. Aber dadurch, dass das. Muss ich deswegen irgendwie wieder zurückrennen? Aber dadurch, dass du halt dieses Spiel alles staggern kannst, ist es halt total dumm. Ich versuche mal was anderes. Ich habe gespeichert, ne? Okay. Haha! Haha! Ich wusste es doch. Mein Risiko hat sich gelohnt. Rezept für einen Trank der Überzeugung. Wow. Ein Papageienflug. Kann ich jetzt darüber springen? Klappt das? Ich hab gar nicht gespeichert, das war eher dumm. Was für ein Trottel. Hab ich gerade gespeichert? Naja, natürlich nicht. Okay, dann speichern wir halt nicht. Dann machen wir das halt nicht nochmal, sondern wir machen das da. Was für ein Trottel. Naja. Und trivialisieren einfach jedes. So dumm. Oh, warte mal. Da lag doch gerade noch ein 4er Gegenstand drin, oder nicht, oder? Aber trotzdem, wir kommen hier jetzt wieder runter. Ohne Papageienflug. Okay, gut. Man kann natürlich auch einfach den Fallschaden mit Iframes dodgen oder so. Weiß ich nicht. Rezept Goldpapagei. War das mal auch so? Na gut. Noch ein Teleportstein. Ach so, das ist eine andere Ecke der Hütte. Ach, kick an. Ja, war ich noch gar nicht. Ach, schön. Kann Shani mir nicht was beibringen? Achso, hier. Ich habe deinen Krieger Damaka gefunden. Er und seine Jungs weilen leider nicht mehr unter uns. Was soll das heißen, Gucho? Rede nicht so einen Unsinn. Na schön, dann verstehst du es vielleicht besser so. Damaka ist tot, Shani. Oh no. Oh no. Kara de Makila. Damaka. Was soll ich nun tun? Du sagst, du musst die Soldaten des Orakels erledigen? Chi. Aber wie soll das geschehen? Meine stärksten Krieger sind du, Gucho. Du musst es tun.
Du musst sie töten, bevor sie Eier legen. Die Zeit drängt. Na schön, ich werde die Orakelbrut vernichten. Wo genau sind die Biester? Suche sie auf den Hochebenen. Sie beeile dich. Warte mal, habe ich jetzt gleich einen Questmarker? Muss ich nicht ewig rumsuchen? Gott, Hiroshani. Satanzorikas. Sprich mit dem Orakel. Ich sollte mit dem Orakel sprechen. Das Orakel ist bestimmt besonders redebereit, wenn ich vorher seine ganzen Soldaten umbringe, oder? Das bringt mich bestimmt in eine gute Verhandlungsposition mit den uralten Wesen. Ich konnte gerade ernsthaft nicht nach geradeaus rennen. Nein, das will ich da auch. Aber wenn ich gedrückt habe, ist es. Also ich habe gerade ausgedrückt und es hat links, rechts, links, rechts, links, rechts gelaufen. Ach, Mann. Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist, glaube ich, der Baumstamm, den ich gerade schon gesehen habe, oder? Also die ganze Baumstammgeschichte hier ist irgendwie komplexer als gedacht. Diesmal hat das nicht geklappt. Also keine Ahnung, wovon das abhängt, wenn man das in Fallschaden Dodge rollen kann und wann nicht. Wahrscheinlich war es einfach nur Zufall, das war komplett was anderes und es hat gar nichts mit der Rolle zu tun. Die Rolle habe ich nur zu sich gemacht. Ach, wer seid ihr denn? Meine Güte. Tür hat einmal nicht auf. So, hier oben müsste die letzte Plattform sein. Hoch. Also in der Plateaus stelle ich mir irgendwie höhere Orte vor, ne? Nicht das hier. Na gut, hier. Los, da! Also die reine Kristallmagie ist ziemlich unnütz. I hate spiders. Au! Pass doch auf, was du machst! Macht irgendwann mal genug halt. Irgendwann mal genug. Au! Pass doch auf, was du machst! Irgendwann einmal genug für Bad ist. Ich glaube nicht. Stört's nicht. Seltsame Steinschrift. Ein Schrein. Abracadabra. Sieht so aus, als wenn man hier eine bestimmte Formel braucht, damit sich etwas tut. Aha. Seltsamer Steinschrein. Ich würde eher sagen, merkwürdig. Nun gut. Dann können wir jetzt der Shani erstmal stolz berichten, was wir getan haben, worum sie uns gefragt hat und dann. Alter, diese Dungeons. Liegt an meiner Tastatur, aber trotzdem, das regt mich irgendwie auf, dass das immer passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.